Kapelle Fennhaus, unmittelbar am Dortmund-Ems-Kanal, der Schiffsanleger und Betriebshof der Gerhard Herbers GmbH. Splithalden, Baustoffsilos und Mischertürme lassen sofort erkennen, hier werden Kaltmischprodukte für den Straßenbau hergestellt. Herbers bietet eine ganze Palette von Produkten für die Straßensanierung. Zum Beispiel Bitumenemulsionen auf Pflanzenölbasis mit besserer Bitumenverteilung und höherem Erweichungswiderstand. Wir sind deutschlandweit einer der führenden Hersteller für Emulsions- und Kaltasphalt. Unser Angebot umfasst den kompletten Service rund ums Thema Straßensanierungen. Ein hochmoderner Maschinenpark versetzt uns in die Lage, auch Spezialaufträge mit hohem Anspruch auszuführen. Sanierungstechnologie, Baustofflogistik, Straßenbaustoffe. Vervollständigt wird das Angebot durch Produkte für den täglichen Bedarf in der Straßensanierung. Fugenbänder, Geotextilien, Armierungsgitter und. Herbers setzt auf eigene Entwicklungen im hauseigenen Technologiecenter. Hier werden neue Produkte entwickelt und neue Anwendungstechniken für den Straßenbau erforscht. Fragen Sie Ihren Spezialisten für Straßensanierung. Fragen Sie Herbers. Hier finden Sie den kompletten Service für die Straßensanierung.
einmal fräsen, wenn dann die alte Schachtabdeckung ausbauen, rausstemmen den Rand und werden dann die neue Schachtabdeckung aufsetzen und die entsprechenden Materialien wie das Herbazid 022 und das Herbazid Ultra 2K als Deckschicht dann einbauen. Die Schadstellen um den Schacht werden grob markiert und anschließend sauber abgefräst. Dies kann, je nach Ausmaß der Beschädigung, großflächig um den Schacht gefräst werden oder bei Tausch der Schachtringe auch dicht um den Schacht herum, sodass hier kein großer Arbeitsaufwand entsteht. Nachdem die Schachtabdeckung freigelegt wurde, wird die Tragschicht 15 bis 20 cm um den Schachtring aufgestemmt und der defekte Schachtring freigelegt. Auch hier wird nicht unbedingt mehr freigelegt als nötig, denn auch hier können die Materialkosten begrenzt werden. Nachdem der Schachtring freigelegt ist, wird der Schachtdeckel entnommen und sofort ein Absperrdeckel eingesetzt, damit kein Restmaterial in die Kanalisation gelangt. Wenn das restliche, lose Material entfernt wurde und kein weiterer Schaden vorliegt, kann mit dem Einbau begonnen werden. Differenzring und Form werden eingesetzt und justiert, um anschließend mit dem Materialeinbau zu beginnen. Der Zwischenraum wird bis zur Abbruchkante mit Herbazid 022 aufgefüllt und verdichtet, um Setzungen auszuschließen. Jetzt werden die Anschlussstellen der Deckschicht mit Nahtkleber und die Fräsfläche komplett mit Herbas Haftkleber bestrichen, um eine dauerhafte Verbindung zum bestehenden Asphalt zu bekommen. Jetzt kommt Herbas Herbazid Ultra 2K zum Einsatz. Das Zwei-Komponenten-Asphaltgemisch wird in einem geeigneten Behälter mechanisch gut vermengt und sofort auf die Fräsfläche aufgebracht. Wenn das Material gleichmäßig und etwas erhöht eingebracht wurde, wird leicht und mit etwas Abstand um die Einbauschalung verdichtet, sodass diese von zwei Personen leicht herausgenommen werden und direkt anschließend die Schachtabdeckung eingesetzt werden kann. Jetzt wird mit einer Rüttelplatte oder mit einer Walze die Schachtabdeckung in das noch zu verdichtende Material gedrückt, sodass hier ein absolut ebener Abschluss zur Fahrbahndecke entsteht. We'll be right back.